Dieses Windrad hat zwei 400 Gigabit Glasfaserleitungen und ein rosa Dixi-Klo. Die beiden Glasfaserleitungen führen auf unterschiedlichen Wegen direkt zum Internetknotenpunkt nach Frankfurt. Damit kann sichergestellt werden, dass das, was in dem Windrad ist, zu jeder Zeit eine perfekte Internetverbindung hat. Das ist nicht die Geheimzentrale von Senioren zocken, damit Peter seinen Mähdrescher in LS19 leeren kann. Warum fährt er denn immer hin und her, dieses Luder? In das Windrad haben die Betreiber ein Rechenzentrum reingebaut. Und ich erzähle dir gleich, wie du das nutzen kannst. Momentan sind in zwei Windrädern die Server vom Streaming-Anbieter Satu. Das heißt, wenn du über Satu streamst, laufen die Daten durch dieses Windrad. Okay, cool, aber warum haben die nicht einfach ein normales Rechenzentrum gebaut? Also bei einem Standardrechenzentrum muss natürlich erst einmal neue Flächen geschaffen werden, neue Gebäude gebaut werden, neue Leitungen gezogen werden. Das ist Daniel. Er hat uns dort rumgeführt und uns auch mal ein paar Windräder von innen gezeigt. Wir bei der Windcourse haben die Sachen ja schon alle vorhanden, sprich wir haben die Gebäude, die Türme, die Flächen sind dort schon vorhanden und Strom wird oben erzeugt, unten verbraucht und Glasfaser liegt auch schon. Das heißt, es ergibt einfach Sinn. Wir nutzen damit das, was eh schon da ist. Platz, Strom, Internet. Dazu kommt, dass Windräder auch schon von sich aus Sicherheit bieten. Die Türen sind stabil, die Wände sind ordentlich dick und man weiß natürlich von außen nie, in welchem Windrad welches Rechenzentrum steckt oder ob überhaupt IT da drin steckt. Wir haben also übers ganze Land verteilt leerstehende Hochsicherheitsräume und Windcourse will die nutzbar machen. Aber das Coolste ist natürlich, dass der Strom des Windrads direkt im Windrad verbraucht werden kann und nicht, dass durchs halbe Land geleitet werden muss für ein Rechenzentrum dort. Sollte tatsächlich mal kein Wind wehen, soll ja auch mal vorkommen, kommt der Strom entweder von einem angrenzenden Windpark oder von anderen Ökostromquellen wie PV oder Wasserkraft. Die meiste Zeit aber verbraucht das Rechenzentrum unten sowieso nur einen Bruchteil des Stroms, der oben erzeugt wird. Bevor wir gleich dazu kommen, wie du da mitmachen kannst, möchte ich kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Ach und fürs Protokoll, da ich euch die ganze Zeit diese Drohnenaufnahmen von Windrädern zeige, ja, ich durfte da fliegen. Sonst flippen da wieder ein paar Leute in den Kommentaren aus. Bist du schon mal an Windrädern vorbeigefahren und hast dich gefragt, warum ein paar davon stehen? Oft liegt es daran, dass der Windpark gerade mehr Strom erzeugt, als die Leitungen des Netzbetreibers abtransportieren können. Zumindest ist das hier in Paderborn der Fall. Mich ärgert das. Das ist ungenutztes Potenzial. Und bezahlen müssen wir es trotzdem. Das fand ich echt krass bei der Recherche. Durchs EEG ist geregelt, dass EnergieerzeugerInnen, also die, die das Windrad betreiben, eine Entschädigung bekommen, wenn der Strom nicht abfließen kann. Soweit so sinnvoll. Bezahlen tun das aber nicht die Netzbetreiber, die dafür verantwortlich sind, sondern wir alle über die EEG-Umlagekasse. That's not fair. Liebe Netzbetreiber, macht bitte eure Hausaufgaben, das kann doch nicht sein. Die Westfalenwind IT hat das auch geärgert und die sind dann aktiv geworden. Es ist einfach naheliegend, dass man dann den Verbraucher in den Turm reinsetzt und dort war die Idee, dass wir dann halt die Rechenzentren dort reinbauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hört sich das ziemlich schlau an. Außerdem war es ziemlich cool, mal in dem Windrad zu stehen. Noch cooler wäre natürlich gewesen, auch mal hochzuklettern, aber naja. Was mir allerdings auf der Heimfahrt kam, wenn es darum geht, überschüssigen Strom sinnvoll zu verbrauchen, warum machen Sie da nicht einfach Wasserstoff draus? Sie könnten doch eine Elektrolyseanlage ans Windrad hängen und jedes Mal Wasserstoff produzieren, wenn der Wind ordentlich bläst. Wasserstoff brauchen wir schließlich in der Zukunft immer mehr, um Prozesse wie die Stahlerzeugung zu dekarbonisieren. Dafür habe ich dann nochmal mit Johannes Lackmann telefoniert, einem der Gründer von Windcourse. Ja, die Elektrolyseanlagen würden sich vielleicht so schnell schalten lassen, aber Elektrolyseanlagen sind sehr teuer. Und wenn ich die nur 500 Stunden im Jahr nutze statt 5000, dann ist das für die Kilowattstunde Wasserstoff eben nochmal Faktor 10 mehr Kosten. Also das geht gar nicht. Für sehr kurze Stromspitzen braucht es also laut Johannes Abnehmer, die sehr, sehr schnell Energie abnehmen können bzw. umwandeln können und relativ günstig sind. Sozusagen der kostengünstigste überhaupt, das ist ein Tauchsieder. Wenn ich einen großen Wasserspeicher mache und setze da Elektrostäbe rein, dann kann ich 10 oder mehr Megawatt relativ kostengünstig in Wärme umwandeln. Und das ist mindestens Faktor 100 günstiger als Wasserstoff daraus zu machen. Und Wärme brauchen wir ja auch. Und dazu arbeiten Sie tatsächlich auch schon mit größeren Partnern aus der Region zusammen. Mehr wollten Sie aber zum jetzigen Stand noch nicht vor der Kamera dazu sagen. Wieder zurück zur IT. Ich habe euch ja gesagt, dass ihr da mitmachen könnt. Und das freut mich sehr, denn das kann ich recht selten in meinen Videos sagen. Denn wer holt sich schon eine Rapsölpresse für zu Hause oder baut eine Turbine ins kommunale Trinkwassernetz? Diesmal aber ist die Einstiegshürde deutlich geringer. Die meisten von euch arbeiten wahrscheinlich in einem Unternehmen, das eine eigene IT hat. Viele davon haben eigene Server, viele setzen aber auch immer mehr auf Cloud-Dienste. Schickt doch einfach mal genau jetzt euren wundervollen IT-KollegInnen dieses Video rüber. Vielleicht ist das ja was für sie. Ihr könnt entweder eure eigenen Server direkt in den Windrad einbauen und aus der Ferne darauf zugreifen oder die Hardware von Windcourse als Cloud-Dienst buchen. Und das geht schon für kleine Mittelständler. Für große Firmen können dann einfach mehrere Windräder in Beschlag genommen werden.
An der Stelle muss ich dazu sagen, das Video wurde nicht von Windcourse gesponsert. Ich bekomme also leider kein Geld von ihnen. Aber wenn jemand von euch dort Kunde oder Kundin wird, vielleicht darf ich dann doch noch auf einen Turm hochklettern. Nennt einfach meinen Namen, wenn ihr bestellt, okay? Ich finde es einfach gut, was die da machen. Vor Ort konnte ich ein paar von ihnen kennenlernen und habe das Gefühl, dass das gute Leute sind, die ernsthaft für die Energiewende arbeiten wollen und damit effektiv etwas Gutes für unser Klima machen. Wegen fossilen Energien wie Strom aus Kohle steigt der CO2-Ausstoß durch Datenverarbeitung nämlich rasant an. Mittlerweile haben wir mehr CO2-Ausstoß durch den Datenverkehr als der Flugverkehr weltweit. Und mit unserer Lösung sind wir natürlich da CO2-neutral unterwegs und können die Digitalisierung mit einem guten Gewissen vorantreiben. Und genau deshalb wollte ich euch von den zwei Glasfaserleitungen in diesem Windrad erzählen. Es gibt nur ein Problem mit erneuerbaren Energien. Sie bieten keine Momentanreserve. Das heißt, wenn große Leistungen für sehr kurze Zeit gebraucht werden, zum Beispiel von einer Metallpresse, dann könnte das Netz zumindest lokal zusammenbrechen. Aber auch dafür gibt es schon Lösungen. Klickt deswegen hier, um herauszufinden, wie Kreisel uns vor dem Blackout schützen können.